Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute eine Kartenidee, die ja schon sehr nach Weihnachten geht. Es ist definitiv eine Weihnachtskarte, aber ihr könnt die Karte natürlich auch zu jedem anderen Anlass machen. Und von euch wurde sich gewünscht, dass ich mit euch so eine Klappkarte bastel. Ich habe euch in einem meiner letzten Videos, also ich muss sagen, ich produziere schon ziemlich vor. Für mich ist es noch nicht so lange her, aber für euch schon. Denn es ist noch August, wo ich jetzt dieses Video hier aufnehme. Aber da habe ich euch diese Karte gezeigt von meiner Geburtstagspost. Ich kann euch mal alle Kartenideen von meiner Geburtstagspost hier oben verlinken. Und da war eben diese Karte dabei von der lieben Heike. Und es war eben so eine Klappkarte. Und ihr habt euch gewünscht, dass ich mit euch auch so eine Karte bastel. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Video. Und meine Karte ist, wie gesagt, schon eine Weihnachtskarte. Und sieht so aus. Hier mit diesem wunderschönen Weihnachtsstern vorne drauf. Ich finde, der ist total schön. Das ist eine ganz tolle Stanze. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man auch, dass die Stanze auch eine Prägung in der Mitte hat, überall, also in jedem Blatt. Ich weiß nicht genau, ob man es in der Kamera sieht. Jetzt hier sieht man es ganz gut. Da, die sind alle auch noch zusätzlich geprägt. Und die ist, sieht wirklich schön aus, weil die auch so groß ist und so wirklich schön. Und ich habe auch mit dem Papier aus dieser Serie gearbeitet. Und meine Klappkarte sieht jetzt so aus. Hier steht wunderbare Weihnachten. Und hier schöne Tage und jede Menge Sternstunden. Passt natürlich zum Weihnachtsstern. Genau, wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Video. Und verschlossen wird das Ganze hier, seht ihr, mit einem unsichtbaren Magnet. Da kann man auch immer nicht die Pfoten davon lassen. Ja, okay, dann legen wir jetzt einfach mal los. Und das Ganze wird wahrscheinlich mein Teamgeist-Beitrag. Und unser Teamgeist dieses Mal heißt Blumenfee, vielleicht schon herbstlich oder in meinem Fall sogar schon weihnachtlich dekoriert. Los geht's! Ich zeige euch zuerst mal, was ihr alles braucht, denn ihr braucht einiges. So, an Bestellnummern halte ich euch das jetzt in zwei Schritten ins Bild. Ich habe einmal benutzt Farbkarton in Wildleder, Farbkarton in Vanille pur und Farbkarton Flüsterweiß extra stark. Dann habe ich benutzt den Farbkarton Olivgrün und das Designerpapier Weihnachtsblüten. Das ist ein total schönes Designerpapier und das passt halt einfach super zu den Weihnachtssternen natürlich. Und da habe ich mir ausgesucht diese Seite mit den Weihnachtssternen drauf und so ein bisschen ein neutraleres mit diesen Zweigen. Und mit denen arbeite ich eben heute. Und ich zeige euch jetzt, was ihr alles an Zuschnitten braucht. Das ist ziemlich viel. Also die meiste Arbeit macht auf jeden Fall dieser ganze Zuschnitt. An Deko braucht ihr auf jeden Fall Vanille pur und Wildleder. Das lege ich mir jetzt mal auf die Seite. Ich habe auch schon ein bisschen Deko vorbereitet. Das ist auch noch für die Deko. Und jetzt kommen wir zur Kartenbasis. Also die Kartenbasis ist aus Flüsterweiß und da braucht ihr drei Stücke in diesen Maßen. Und zwar: die große Grundkarte hat das Maß 17 x 15 cm und ich habe es schon gefalzt hier, seht ihr das, bei 6,5 cm. Und ich benutze den extra starken Farbkarton. Das würde ich euch auch eigentlich empfehlen, weil der normale Farbkarton ist ja dünner und dann ist die Karte ein bisschen zu wackelig. Die muss schon ein bisschen stabiler sein. Dann habe ich ein zweites Stück, das hat das Maß 15,5 x 13 cm und ist auch schon gefalzt bei 8,5 cm. Und ein drittes Maß, das ist so eine kleine Karte, die sieht man fast nicht hinter dem Post-it. Die hat das Maß 8 x 7 cm und ist gefalzt bei 7 cm bzw. bei 1 cm. Also diese Lasche ist 1 cm. Genau. Dann habe ich das auch versucht ein bisschen zu gliedern. Ich habe einmal Farbkarton in Olivgrün genommen und da habe ich ein Stück, das ist 14,5 x 10 cm und zwei Stücke mit 14,5 x 6 cm. Ich hoffe, ihr seht es trotzdem ganz gut. Ich habe das jetzt mal zusammengeklipst, damit ich das nachher einfach besser aufkleben kann. Und ich habe einen Farbkarton Olivgrün, eben auch für die Mattung, in 12 x 7,5 und zwei Stücke in 12 x 6 cm und zwei Stücke in 6,5 x 6,5 cm. Ich mache das mal so ein bisschen auf die Seite, dass ihr das besser seht. Genau, das ist ja auch alles aneinander gepinnt. Und dann habe ich noch die Designerpapiere. Ein Stück
flüsterweiß extra stark mit dem Maß 11,5 x 7 cm. Das ist dann da, wo wir uns nachher noch was draufstempeln und das beschriften können. Und die Designerpapiere habe ich dann noch. Einmal eben so ein bisschen das schlichtere Designerpapier verwende ich jetzt in dem Maß 14 x 9,5 und zwei Stücke 14 x 5,5, wie gesagt zweimal, und ein Stück in 6 x 6 cm. Ist auch hier schon alles zusammengebaut. Und dann habe ich noch ein Designerpapier, das so ein bisschen mehr Farbe hat oder ein bisschen auffälliger ist. So habe ich es mir jetzt eher gemerkt. Das sind zwei Stücke in 11,5 x 5,5 cm und ein Stück in 6 x 6 cm. Ist auch hier schon alles dran. Genau. Also wie gesagt, wenn ihr das alles habt, dann ist die Karte rucki-zucki zusammengebaut und da braucht es nur noch ein bisschen Deko und dann passt es schon. Aber diese Zuschnitte sind ein bisschen die große Arbeit bei der Karte. Okay, und jetzt fangen wir einfach mal an. So, und ich fange jetzt an, mein Designerpapier auf meine grünen Mattungen zu kleben. Und das erklärt sich im Prinzip von selbst. Ich fange jetzt mal mit den Stücken an, die 14,5 cm hoch sind. So könnt ihr die Maße nochmal sehen, falls ihr sie braucht. Und da kommen natürlich die Designerpapiere drauf, die 14 cm hoch sind. Also ist jetzt bei mir dieses schlichtere und diese beiden Bögen. Und die klebe ich mir einfach hier so mit einem Rahmen auf meine größeren Papiere drauf. Und dann habe ich ja noch eins, das ist so klein, das hat das 6x6 Maß. Da brauche ich jetzt aus meinem anderen Farbkarton hier das 6,5 noch, dass das dann hier so drauf geklebt wird. So. Also diese Teile klebe ich jetzt so aufeinander. Genau, und kleben tue ich jetzt das Ganze mit dem Flink und Fest. Mit dem muss ich nämlich noch ein bisschen üben und deswegen mache ich das jetzt gleich. Nehme ich immer das Designerpapier, da mache ich den Kleber drauf. Wichtig ist am Ende ohne Druck geradeaus weiterzufahren und zu hoffen, dass dieser Kleber vorne dran ist. Und ganz wichtig ist da eigentlich eine gerade Unterseite, also dass das nicht irgendwie auf einem anderen Papier liegt, so wie ich es vorher gerade eben hatte, sondern einfach so gerade weiter und den Rest immer nicht mit Druck weiterführen, dann funktioniert es ganz gut. Genau. Wenn ihr Anfänger seid, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr einfach mit einem Flüssigkleber arbeitet, dann könnt ihr noch ein bisschen ruckeln. Also das macht ihr einfach, was euch am besten liegt, das nehmt ihr als Kleber. So, und jetzt habe ich natürlich alle meine, ich sag mal, die schlichteren Designerpapiere ganz normal auf meinen Farbkarton aufgeklebt. Das sind jetzt diese vier Karten, da muss man nichts beachten. Und bei dem nächsten Schritt, also bei dem Designerpapier, das ein bisschen mehr Design hat oder ein bisschen mehr Farbe, bei dem passen wir jetzt ein bisschen auf. Und zwar sind es jetzt die Karten, die 12 cm hoch sind und eine Karte, die diese 6 cm hat. Die Karte, die diese 6 cm hat und die mit dem Designerpapier, also 6,5 x 6,5 hat die große und 6 x 6 hat die kleine, dieses TSP. Das kleben wir jetzt noch nicht auf, weil da müssen wir noch ein Magnet drunter bauen. Und diese Karte, diese eine von den großen Karten mit dem Maß 12 x 6 cm und dem Designerpapier 11,5 x 5,5 cm, die legen wir auch auf die Seite. Ich hoffe, ich bringe da nichts durcheinander. Und dann haben wir noch eine große Karte, das ist die größte überhaupt, das hat ja das Maß 12 x 7,5 cm und das Flüsterweiß mit dem Maß 11,5 x 7 cm. Auch die legen wir erstmal noch weg, weil wir das Designerpapier, das Flüsterweißpapier erstmal bestempeln wollen, bevor wir das aufkleben. Also die müssen auf die Seite und wir kleben uns nur eine von diesen beiden zusammen. Das sind jetzt diese Karten mit 12 cm x 6 cm und 11,5 x 5,5 cm. So, ich hoffe, ich komme nicht durcheinander und sage euch immer die richtigen Maße. Ja, und mit diesem Flink und Fest muss ich echt noch üben. Also das ist nicht mein Kleber, das kann ich euch gleich mal sagen. Mich nervt es da total, dass der sich immer wieder aufzieht und dass der Kleber nicht vorne dran bleibt. Entweder liegt es an meiner Handhabung, aber ich gebe mir jetzt echt Mühe, dass ich dann ohne Druck weiterfahre. Und trotzdem zieht mir der das immer wieder zurück.
Also ich glaube, das wird nicht mein Freund. Aber wie gesagt, wenn ihr euch da unsicher seid, macht es einfach mit dem Flüssigkleber. Da kann man auch immer schön ruckeln mit den Rahmen. Auch wenn man Bastelanfänger ist, dann ist der Flüssigkleber einfach perfekt, weil man einfach noch ein bisschen schieben kann, weil es nicht sofort fest dran klebt. Okay, jetzt haben wir diese ganzen Teile, die können wir noch ein bisschen auf die Seite stellen und kümmern uns jetzt mal um diese Sachen hier, beziehungsweise zuerst noch um unsere Grundkarte. Ich schnappe mir jetzt einfach mal mein größtes Teil, das ist das Maß 17 x 15 cm. Und hier ist es ja so, ich habe hier die Seite mit 6,5 cm, die hier gefalzt worden ist. Und das wird unsere Klappkarte. Also die sieht so aus. Wenn ihr euch die so vor euch hinstellt, ist die Klappe hier. Achtung, nicht so ankleben, sondern die Klappe ist auf der linken Seite und klappt dann so ein. Und diese große Fläche können wir jetzt einfach schon mal mit unserem größten Papier bekleben. Und was wir auch gleich machen können, das kann ich auch ohne irgendwas draufkleben, das ist diese Seite hier. Auch mit unserem großen Papier. Also dieses Papier hat ja das Maß in der Höhe von 14 cm, 14,5 cm und diese beiden Teile mit 14,5 cm klebe ich mir jetzt hier einfach noch auf. Und ich nehme jetzt auch den Flüssigkleber. Das ist für mich am einfachsten. Wobei ich mit dem Flink und Fest Plus gerne arbeite, aber der liegt jetzt bei mir leider oben. Also den kann ich jetzt gerade gar nicht holen. Der ist jetzt gerade nicht an meinem Arbeitsplatz, sonst hätte ich den benutzt, weil der auch stark ist. Aber wie gesagt, der Flüssigkleber ist ja einfach super zum Arbeiten, da fehlt sicher nichts. Dann klebe ich mir das schon mal an. So, wenn wir uns jetzt das hier einklappen, dann kommt ja hier dieses zweite große Element drauf. Und bevor wir uns das ankleben, ist es wichtig, dass wir uns unsere kleine Lasche hier noch vorne hinbauen. Mit der mache ich jetzt einfach weiter. Also das ist dieses Flüsterweißpapier in dem Maß 8 x 7 cm, das bei 7 cm gefalzt ist. Und meine kleine Klebelasche, diese 1 cm Lasche, ist jetzt wieder auf der linken Seite. So, so mache ich das. Also wenn ihr das vor euch hinstellt, dann sieht es so aus. Und da mache ich es einfach so, dass ich mir hier oben nur die Spitzen so ein bisschen abschräge. So, dann habe ich so eine richtige Klebelasche, seht ihr? Damit ich das schön unten reinkleben kann unter das andere Designerpapier. Also meine Lasche ist jetzt wieder auf der linken Seite. Ich klappe die so nach hinten. Können wir uns eigentlich vorher schon mal dieses Klebeband aufmachen, aufbringen. Ich nehme das Abreißklebeband, weil das einfach stark ist vom Kleben. Und klebe mir das auf beide Seiten von meiner Lasche. Also auf die Oberseite und auf die Unterseite. Immer nur die Lasche bekleben. Ich hoffe, ihr seht es gut, weil das natürlich wieder Ton in Ton ist. Ein bisschen näher nehme ich euch jetzt mal so. Und die ziehe ich mir jetzt auch gleich diese Schutzhülle ab. So. Also ich habe die jetzt hier auf meine Lasche geklebt. So. Und lege mir das jetzt wieder so hin. Achtung, nicht zusammenkleben, sondern die steht jetzt so vor mir. Und dann mache ich es jetzt so, ich halte mir mein Designerpapier hier mal schon so drauf, damit ich mir ungefähr vorstellen kann, wo ich das gerne hätte. Also es wird, ich mache das tatsächlich nach Augenmaß. Ich mache das nämlich hier ziemlich in die Mitte. Seht ihr das? Ich klebe jetzt meine Lasche hier ganz an den Rand an. So. Und ungefähr von der Höhe ist es die Mitte nach meinem Augenmaß. Wenn es nicht ganz in der Mitte ist, dann passt es schon. Das ist nicht schlimm. Aber das ist so vom Aufkleben für mich am einfachsten. Achtung, aber hier noch nicht fest andrücken, weil da ist ja der Kleber auch schon offen. Und dann kommt ja hier dieses Designerpapier oder diese Mattung mit dem Designerpapier drüber. Und da mache ich mir jetzt auch gleich Flüssigkleber drauf. So. Und klebe mir das dann komplett über meine ganze Seite drüber. Und durch das, dass wir das jetzt so machen, verschwindet meine kleine Lasche hier vorne ganz gut unter dem Papier, seht ihr? Und man erkennt gar nicht mehr wirklich, also wenn man es genau anschaut, sieht man es natürlich, aber man weiß gar nicht, wo die Lasche eigentlich herkommt, weil die da so wie auch von Zauberhand sich drüber legt. Genau, also so klebt man die Lasche einfach unten rein und schon hat man diesen Klappmechanismus. Okay, und dann bauen wir eigentlich die zweite Klappe auch schon an. Das ist jetzt unsere letzte Klappe, die wir noch haben. 15,5 x 13 cm und gefalzt bei 8,5 cm.
Und da mache ich es jetzt so, die klebe ich so an. Seht ihr, dass dieses größere Teil ist hinten und diese kleinere Lasche liegt hier vorne auf. Und das wird dann hier noch reingeklebt einfach. Genau. Und da können wir jetzt, wir machen jetzt erstmal die Karte drauf, genau. Einfach auch wieder mit Flüssigkleber, dann kann man noch ein bisschen ruckeln. Mache ich mir jetzt auf diese große Lasche den Kleber. Wenn ihr sie nochmal hinstellt, seht ihr, wie sie steht. Und hier, das mache ich mir ziemlich mittig. Also ich klappe mir die zusammen, dass ich so sehe, wie der Rahmen hier außen rum ist. Seht ihr das schön? Und hier ist dann meine Klappe. So, finde ich es am einfachsten, das alles zu bekleben. Und jetzt können wir uns hier auch schon mal noch so ein bisschen den Rest ankleben. Ich habe nämlich ja jetzt noch dieses olivgrüne Stück, wo nachher mein Flüsterweiß drauf kommt. Das Olivgrün, das kann ich mir gleich hier innen reinkleben. Dann habe ich noch mein Element, das schon zusammengeklebt ist. Das kommt hier rein, dieses mit dem etwas bunteren Muster, sage ich mal. Also das klebe ich auch mit Flüssigkleber da einfach rein. Und bei allen anderen Teilen, muss ich jetzt kurz gucken, nehme ich euch auf jeden Fall wieder mit. Außer bei dem hier ganz vorne. Das ganz vorne hat nochmal dieses schlichtere Design und das kann ich mir auch einfach aufkleben. Okay, also ich klebe jetzt das hier an. Ihr seht das ja jetzt, ich lasse euch nur Musik laufen. Das lasse ich noch frei. Das hier lasse ich auch noch frei. Da müssen wir dann die Magneten noch unterkriegen. Und dann klebe ich mir noch dieses Element und dieses olivgrüne Element an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das heißt, sehen wir uns gleich wieder. Dann geht es gleich weiter. Heißt es eigentlich richtig. Okay, und jetzt geht es wieder weiter. Was ihr jetzt noch machen könnt im nächsten Schritt, ist einfach nur das olivgrüne Papier hier und das olivgrüne Papier hier aufzukleben. Das mache ich jetzt auch wieder mit Flüssigkleber. Das mache ich jetzt schon mal, weil wir, das kommt ein bisschen darauf an, wie stark euer Magnet ist. Meine Magnete sind jetzt nicht extrem stark, die sind absolut okay und die reichen aus für die Karte. Aber sie sind jetzt nicht so stark, dass sie durch den Farbkarton mit Designerpapier durchgehen, finde ich. Und ich möchte auf Nummer sicher gehen, deswegen mache ich sie nur unter das Designerpapier rein und nicht unter den Farbkarton mit Designerpapier. Das wäre mir einfach zu viel und da wüsste ich jetzt nicht, ob die halten würden. Okay, dann ist jetzt nämlich die Deko hier quasi auch schon drauf und jetzt können wir uns hier die Magnete reinzaubern. Und ich habe es bei meiner Karte hier so gemacht, dass ich einen Magnet verwendet habe. Und das schließt sehr gut. Aber es steht an der Seite ein kleines bisschen hoch. Das stört überhaupt nicht, weil die Karte ist ja eh sehr pompös mit der großen Blüte. Aber ich habe mir gedacht, wir können es jetzt mal versuchen, dass wir einfach zwei Magnete oben und unten machen, dass es vielleicht noch ein bisschen flacher ist hier. Seht ihr das, wenn ich die Finger wegnehme? Versuche ich das mal so zu filmen. Steht schon ein bisschen auf. Also es macht absolut nichts. Aber ich habe gedacht, das probieren wir jetzt mal mit zwei Magneten. Okay, und das geht natürlich nur, wenn wir auch Magnete benutzen. Ich kann euch die Magnete mal unten im Video verlinken, wo ich die hier habe. Das sind so Mini-Magnete im 100er-Pack. Ich hoffe, ich finde es noch, wo ich sie gekauft habe. Ich habe die nämlich jetzt erst nachbestellt. 1, 2, 3, 4. 4 Stück nehme ich mir jetzt daraus und positioniere mir die jetzt einfach mal, wo ich meine eigentlich. Also ich nehme jetzt mal zwei. Das ist jetzt immer so ein kleines Gefummel. Ich mache das immer so bei meinen Magneten, dass ich mir den Magnet, also das sind keine selbstklebenden Magnete, sondern dass ich mir den Magnet einen auf einen Klebepunkt aufklebe. Seht ihr das? Die passen da ganz gut drauf. Das steht ein bisschen über, aber das macht nichts. Und dann klebe ich mir hier einfach einen an. Ich gehe jetzt mal relativ weit oben in die Ecke. Und bei meinem zweiten Stapel mache ich das auch so. Also ich habe meine zwei Magnete noch zusammen und klebe mir unten den Klebepunkt drauf. Dann nehme ich mir meinen oberen Magnet ab. Wobei, wir können es auch anders machen. Wir lassen die zweimal jetzt drauf. Also ich habe jetzt bei beide Magnete drauf. Okay, seht ihr das? Und da klebe ich mir jetzt einfach nochmal einen Klebepunkt oben auf meinen oberen Magnet drauf. Auf beide. Ups. Die sollen aber noch draufkleben. Haben jetzt beide diesen Kleber drauf. Und jetzt klebe ich mir die Karte einfach nur einmal zu und klebe mir jetzt so
meine Magnete hier an. Okay, jetzt gucke ich nochmal kurz. Der unten schaut so weit weg aus, aber das passt. Und jetzt mache ich es immer so, wenn ich mit Magneten arbeite, dann nehme ich mir einfach einen Teser und klebe mir die nochmal gut da drüber. Weiß nicht warum, aber das mache ich immer nicht, dass wir dann doch noch irgendwann verrutschen. Das möchte man ja nicht. Und Achtung, das soll natürlich nicht so lang sein, dass er da irgendwo an der Seite rausschaut. Also lieber kurz. Ist jetzt wieder lang geworden, ich weiß nicht. So. Und auf der Seite mache ich es auch so. Und da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man mit dem Teser, dass man den dann nachher nicht sieht. Dass das wirklich nur ein ganz kleines Stückchen ist. Weil die sind natürlich schon relativ am Rand. Ihr könnt die auch ein bisschen weiter reinmachen. Aber so passt es jetzt ganz gut. Und darüber wird jetzt einfach unser Designerpapier hier hingeklebt und das andere Designerpapier hier drüber. Und hier muss ich sagen, ich bin ein bisschen zu weit am Rand, glaube ich, fast. Es geht noch gerade so, aber es ist fast ein bisschen gescheiter, wenn ihr das noch ein bisschen weiter nach innen macht hier mit euren Magneten, weil dann hat man einfach noch mehr Fläche vom Designerpapier außenrum. Es wird bei mir jetzt gerade so gehen, aber weiter innen ist immer ein bisschen schöner. Wieder mit Flüssigkleber. Gehe da oft auch noch mal kurz um meine Magnete so ein bisschen rum, dass die da auch wirklich schön umhüllt sind. Und dann klebe ich mir das Designerpapier da auf. Tada, es klappt. Ich finde das immer so schön mit so einem Magnetverschluss. Ich liebe das, dieses Klackgeräusch. Das ist einfach toll. Auch Handtaschen mit so einem Klackgeräusch sind toll. Okay, gut. So sieht die Karte aus und die ist jetzt schon super schön. Und jetzt können wir noch ein bisschen dekorieren. Also ich arbeite heute mit dem Weihnachtsstempelset Blühende Weihnachten. Das ist wunderschön mit diesen tollen Weihnachtssternen. Es hat diese Bestellnummer. Und ich habe jetzt mal alles aus dem Stempelset rausgenommen. Also wunderbare Weihnachten, den Spruch, schöne Tage und jede Menge Sternstunden und die Zweige, den da und den da. Und diesen Zweig, ja genau, diesen Zweig habe ich auch noch rausgenommen. Und von den Stanzformen, da gibt es eben die passenden Stanzformen dazu. Die haben diese Bestellnummer, wenn ihr es zusammen im Bundle bestellt, dann ist es 10% günstiger. Da blende ich euch jetzt mal die Bestellnummer noch ein. Hier benutze ich die ganzen Stanzformen. Das machen wir gleich zusammen. Ich hole mir mal meine Stanzmaschine ins Bild. Wenn ihr auch gleich mitstanzen wollt, den Farbkarton in Wildleder. Ich habe ein bisschen was schon vorbereitet, nämlich diese Zweige. Die habe ich aus Wildleder, 3 Stück oder 4. Wir brauchen 3 und ich habe jetzt da 4. Ausgestanzt in Wildleder. Die sind auch in diesem Stanzset. Und zwar sind es diese Zweige hier. Und dann nehme ich mir raus einmal den großen Weihnachtsstern, also die größte Stanzform. Ihr habt da immer 2 Stanzformen, also ihr könnt euch das einzeln machen, nur diese äußere Form aufstempeln und dann ausstanzen. Oder ihr macht es so wie ich jetzt in diesem Fall, dass ich diese Prägeart damit reinbaue. Das ist dieses zweite Element, das hat diese Prägung. Da muss man sich nur merken, wie war jetzt diese Form, so war sie nicht. Und die halt nur richtig rum reinsetzen. Aber das seht ihr sofort, ob es passt oder nicht. Seht ihr, das passt jetzt wieder nicht. Gucken, ob es so passt. Nee, vielleicht gibt es da auch einen Trick. Den habe ich noch nicht rausgefunden. Ich arbeite heute das erste Mal damit. Ist ja auch erst August. Jedenfalls, wenn es dann mal richtig ist, dann merkt man es schon. Ja, so passt es. Wenn ihr euch die auflegt, dann versuchen nicht mehr zu ruckeln, damit man einen schönen Rand hat. Und wer sich unsicher ist, kann es auch auf 2-mal durchkurbeln. Aber ich finde, es geht auch ganz gut in eine. So, aber schön auflegen. Nehmt euch ruhig die Zeit, es schön aufzulegen, damit es dann schön passt. Genau, 1, 2, 3, 4 Stück reichen mir. Und dann muss ich nur noch meine Acrylplatte finden und kann mir das einmal durchkurbeln. Dann seht ihr, habt ihr hier so richtig schöne, gestanzte und geprägte Formen, die sind echt super, super schön. Was ich noch gemacht habe, um es euch zu zeigen, ist, dass ich mir einmal das hier ausgestanzt habe und einmal das hier in Wildleder und Hummelgelb oder Currygelb. Ich hatte jetzt nur Currygelb.
und möchte euch da so ein bisschen zeigen, wie man das noch dekorieren kann und wie ich es dann am Ende gemacht habe. Jedenfalls habe ich mir jetzt, zeige ich euch aber gleich, erst mache ich so das Grundgestell. Ich nehme jetzt mal Safrangelb und mein Fingerschwämmchen. Das hat diese Bestellnummer. Und inke mir so ein bisschen außenrum meine Blätter. Nur ganz, ganz leicht. Bin jetzt da schon viel zu fest reingekommen. Und ich kann mir da auch so ein bisschen die Blätter so nach oben biegen, dass ich hier unten in diese Ränder auch ganz gut reinkomme. Das mache ich jetzt einmal außenrum. Es muss nicht perfekt sein, also es muss nicht jede Stelle außenrum gelb sein, sondern wenn da mal was Helleres dazwischen ist, dann macht das gar nichts. Und ich versuche wirklich nur am Rand zu bleiben. Genau. Und das mache ich mit jedem Blatt. Da lasse ich euch auch nochmal kurz Musik laufen. Und ich finde das weniger mehr. Also wenn ich jetzt so von innen drüber gehen würde, dann würde das eher so ein bisschen verschmiert aussehen oder so ein bisschen schmutzig. Wenn ihr den Effekt haben wollt, könnt ihr das gerne so machen. Und wenn ihr relativ gerade, also wirklich nur am Rand drüber geht, dann habt ihr da nur so einen ganz, ganz leichten gelben Schimmer, der jetzt im ersten Moment gar nicht so auffällt, wenn man die Blume nachher betrachtet. Aber der nochmal so eine bisschen Tiefe gibt und so ein bisschen, einfach noch so ein bisschen was Besonderes ist. Seht ihr das? Es ist wirklich nur ganz, ganz leicht außenrum geinkt. Und was ich jetzt auch gleich mache, ist, dass ich mir die Blüten in Form bringe. Ich klappe mir die zuerst so ein bisschen hoch. Man hat ja in der Mitte diese leichte Falzung schon drinnen. Und dann klappe ich sie mir aber wieder nach außen. Also ich verknicke mir die wirklich ein bisschen. Die dürfen auch ruhig ein bisschen knittrig sein. Seht ihr das? Also ich mache da wirklich mit den Fingern, auch mit den Fingernägeln ein bisschen dazwischen, dass die alle noch so ein bisschen Form bekommen. Das macht sich dann nachher, finde ich, bei der fertigen Blüte total gut, wenn die nicht nur so flach ist, sondern wenn da wirklich noch so ein bisschen Leben in den Blättern ist, sozusagen. Zeige ich das mal schnell an der fertigen. Also die ist wirklich so ein bisschen geknickert. Nach oben, nach unten so leicht. Und das finde ich ist mit den Fingern echt super gut zu machen. Und mit diesem Tipp, dass man das zuerst nach oben biegt und dann so ein bisschen an der Seite wieder nach unten und so. Finde ich, kann man da ganz tolle Blätter machen, ganz tolle Blätter gestalten. Genau, das mache ich jetzt auch noch schnell mit allen Blättern. Okay, und dann bauen wir unsere Blüte jetzt schon mal zusammen. Ich nehme euch dann noch mal ein bisschen näher hin. Und genau, das ist total einfach. Also das könnt ihr euch vorher einmal hinlegen, wie ihr es gerne haben wollt. Aber die passen einfach super schön übereinander. Also im Prinzip hat man immer ein Blatt, das dazwischen rausspitzelt so. Und so baue ich mir das jetzt zusammen. Das Einzige, was ich ganz toll fand als kleinen Tipp, das zeige ich euch jetzt mal. Also ich nehme auf meine zweitkleinste Form einfach ein Glue-Dot, setze mir die übereinander. Und auf diese dann nochmal ein Glue-Dot. Die setze ich dann auf die große auf. Dann sieht es jetzt schon mal ziemlich cool aus. Und auf meine ganz kleine, da mache ich mir hinten drauf so ein Mini-Dimensional, so ein kleines. Weil ich finde, die schaut dann noch, also die schaut ja dann, die ist ja dann ziemlich erhaben. Aber das sieht total schön aus. Ich fand, das passt richtig gut da drauf. Seht ihr das? Also man sieht es nicht auf den ersten Blick, aber es hat nochmal so ein bisschen leichte Erhöhung da drin. Und so sieht meine Blüte schon mal richtig, richtig toll aus, finde ich. Und jetzt gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, diese Mitten zu gestalten. Es gibt ja diese Perlentrio-Perlen, die könnten wir jetzt in die Mitte bauen. Finde ich aber, sieht aus wie ein Edelweiß. Also wenn ihr ein Edelweiß machen wollt, dann finde ich, sieht das, ich finde es passt genau zu einem Edelweiß. Ich finde es schöner, das wollte ich euch eigentlich zeigen, bevor ich die kleine aufgeklebt habe, wenn man dann die kleine weglässt und nur die Perle anstatt dieser kleinen Blüte draufklebt. Und das fand ich bei den anderen Sachen auch. Also ich habe mir ja, wie gesagt, diese beiden Teile aus dem Stanzset noch ausgestanzt. Wenn man die draufklebt als Dekoration, können wir einmal so machen. Auch vielleicht schöner, wenn die kleine weg ist, wobei das jetzt auch so ganz gut ausschaut. Man könnte auch nur eine gelbe reinbauen. Schaut jetzt auch mit kleiner schön aus, finde ich. Das hat mir auch gut gefallen. Wildleder. Ja. Geht auch. Und was ich jetzt aber gemacht habe, weil ich es einfach am schönsten fand oder zu der Karte auch am passendsten, ist, dass ich mit diesen
zauberhaften Schmucksteinen arbeitet. Die gibt es in Rot und in Gold gesprenkelt mit Goldelementen, glitzert. Und dann nehme ich mir einfach eins raus, ein großes, und baue mir das in die Mitte. Ja, aber man sollte schon den Kleber mitnehmen. Deswegen klebt es nicht jetzt. Und so fand ich die Blüte für mich am stimmigsten auf dieser Karte. Aber wie gesagt, ihr habt noch viele andere Möglichkeiten, das zu gestalten. Und wie gesagt, das hier, das hat mich total an Edelweiß erinnert. Wenn ihr ein Edelweiß machen wollt, finde ich, dann passen die Perlen sehr gut. Ich glaube, die Perlen kann man auch kolorieren mit den Blends, denke ich. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber die kann man auch in dem Gelbton gestalten, damit die dann auch farblich ganz gut passen. Okay, und jetzt bauen wir unsere Karte immer noch nicht zusammen, weil wir müssen noch ein bisschen stempeln, oder wir wollen ein bisschen stempeln. Gehört ja immer dazu. Und ich habe mir jetzt, schnappe mir jetzt mein Stück in Flüsterweiß, das noch übrig ist. Und die Farben, ich bleibe bei den Farben Wildleder und Safrangelb und stempel jetzt mal zuerst den Spruch auf. Was ich schon vorbereitet habe, das habt ihr vorher vielleicht schon gesehen, ist das wunderbare Weihnachten. Das ist eben aus dem Stempelset. Das habe ich einfach auf irgendeinen Reststreifen, der hat, glaube ich, was hat der, einen Zentimeter vielleicht? Ja, der hat einen Zentimeter von der Höhe, da habe ich es mir drauf gestempelt und habe mir einfach die Seiten so abgeschrägt und würde mir das jetzt dann auch so innen reinbauen in die Karte. Ich habe auch überlegt, ob ich es vorne drauf mache, das wollte ich euch zeigen im Ganzen. Aber ich glaube, dann kommt man mit den Klappen ein bisschen hin und her, dass das da so... Was ich auch irgendwie cool fand, wäre das in dieser Form aufzukleben. Seht ihr das? Ist zwar jetzt... Wer hoch kann, natürlich cool. Aber ja. Ansonsten ist es einfach... Dieser Spruch ist sehr, sehr groß. Ich finde, den kann man nur verwenden, wenn man auseinanderschneidet. Auch hier könnte man gerade reinsetzen, aber das hat mir auch nicht so gut gefallen. Ich fand es hier schon ganz schön hinter diesem Element versteckt. Und dann noch auseinandergeschnitten. Aber ich fand eben diese Lösung mit diesem wunderbaren Weihnachten, wenn man das so aufklebt und da die Blüte drauf macht, das hat auch was. Fand ich auch irgendwie cool. Also könnt ihr euch vielleicht überlegen. Jedenfalls habe ich mir den schon aufgestempelt. Dann nehme ich mir noch den anderen Spruch aus dem Set. Schöne Tage und jede Menge Sternstunden. Oh, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, ob es gerade ist. Es ist okay. Es ist ein bisschen weit rechts. Aber das macht nichts. Wir machen noch ein bisschen Deko drauf. Und dann nehme ich mir einmal diesen Zweig aus dem Stempelset. Den stempel ich mir einmal ab. Ja, da muss ich jetzt aufpassen, weil ich ja immer noch diesen Hügel habe. Ich habe mir jetzt endlich mal eine neue Unterlage bestellt. Ich wollte ja die gleiche wieder kaufen, aber die gab es jetzt ewig nicht. Und jetzt, weil ich doch da diesen Hügel habe, ich weiß nicht, ob euch das schon mal erzählt, da habe ich so einen Hügel von der Sonne. Und den kriege ich nicht raus, egal mit was ich da drauf gehe. Ich mache es jetzt ein bisschen anders. Und jetzt habe ich mir eine neue Unterlage bestellt, weil diese eben ewig nicht erhältlich ist. Und ich das jetzt einfach nicht mehr aushalte. Das nervt mich total, wenn man da immer aufpassen muss, dass da der Hügel ist. Und dann kann man nicht gescheit abstempeln, dann hat man wieder was Schräges. Und ja, deswegen freue ich mich, wenn die kommt. Aber die kommt bald. Schaut, wenn ich hier auf das Stempelkissen, jetzt bin ich außerhalb vom Bild, aber da wackelt es auch alles, weil hier alles uneben ist und so hügelig, da kann man nicht richtig arbeiten. Und dann habe ich noch so einen kleinen Punktestempel. Und den benutze ich in Safrangelb jetzt als Farbe. Das sind diese Füllung von diesen kleinen süßen Bollern. Seht ihr das? Das habe ich nicht ganz gut aufgepasst. Jetzt habe ich am Rand noch ein paar. Die passen da perfekt rein. Also die passen hier perfekt in die Zweige rein. Also hier habe ich gesabbelt. Da kam jetzt ein Quatsch raus und das macht nichts. Das kann man lassen. Und zur Not hätte man noch eine Rückseite. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt so. Und dann wollte ich noch was zeigen mit diesem Zweig. Den bemale ich nämlich jetzt direkt auf dem Stempel mit unseren Stampin' Right Markern, weil ich da einfach unterschiedliche Farben dann aufbringen kann. Ich bemale den jetzt immer mit dieser dickeren Seite. Ich habe hier jetzt einmal Wildleder, Olivgrün und Tannengrün und gehe mir da recht frei drüber, würde ich sagen. Seht ihr das gut? Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich halte euch das mal kurz ins Bild. Und an den Rändern gehe ich jetzt eben noch mit dem Tannengrün nach. Ganz vorsichtig, nur wirklich ganz wenig am Rand, weil das Tannengrün schon sehr viel Farbe macht. Und dann habe ich hier einen bemalten Stempel in verschiedenen Farben, den ich jetzt noch hier unten hinbaue.
Ich habe da drüben jetzt reingetapst, gell? Dann wollen wir mal gucken. Machen wir es mal so. Und dann hat man danach so ein Stempelergebnis mit verschiedenen Farben. Das ist nämlich auf dem Designerpapier auch, dass diese Zweige unterschiedliche Farben haben. Und das wollte ich da so nochmal aufgreifen. Genau. Sieht jetzt ganz toll aus, finde ich. Passt jetzt ganz gut. Ich könnte mir jetzt den zweiten noch da oben hin machen, aber ich traue mich nicht so recht. Ist das denn zu viel? Ich lasse es jetzt so. Mir war es bei dem anderen schon fast ein bisschen zu viel. Okay, dann räume ich kurz auf und dann bauen wir weiter zusammen. Ich habe ja von euch so einen, also von der lieben Sabine, so einen Radierer bekommen und ich habe jetzt hier irgendwie ganz leicht habe ich Stempelfarbe da drauf gekriegt. Sieht man das? Und jetzt wollte ich testen, ob das funktioniert. Man muss da zuerst diese dunkle, grauere Seite nehmen und radiert sich jetzt quasi hier den Tapsen, den man mit dem Finger da drauf gemacht hat, weg. Oh, das klappt. Das ist ja super cool. Und dann nimmt man noch die helle Seite und geht nochmal so leicht drüber, dass das so ein bisschen das Aufgeraute weg ist. Und jetzt ist dieser Tapser weg. Das ist ja cool. Also diesen Radierer, den kann ich euch unten in der Infobox verlinken. Vielleicht braucht ihr das auch, weil ihr auch immer mal wieder irgendwo Stempelfarbe habt und dann da reintapst. Dann könnt ihr das machen. Jetzt gucke ich mal tatsächlich, ob es hier oben auch noch funktioniert, wo ich da diese Fehler hingestempelt habe. Ich glaube, das ist fast zu viel. Da ist wahrscheinlich fast zu viel Stempelfarbe hingekommen. Das geht nicht ganz weg. Also es geht, funktioniert gut, wenn ihr ganz kleine Tapser habt. Aber bei diesem ganzen, da hat es jetzt nicht unbedingt funktioniert. Das seht ihr, das sieht man immer noch ganz gut. Aber es macht nichts. Dieser unten, der hat mich jetzt mehr gestört, als das da oben, das passt. Und dann können wir uns die Karte zusammenbauen. Also, ich nehme jetzt das hier innen rein, nochmal mit Flüssigkleber. Das gefällt mir richtig gut, das ist echt schön. Mit den Zweigen. Schaut schön aus. Haben wir eben noch ein bisschen Platz zum Schreiben und passt jetzt natürlich perfekt zum Designerpapier. Dann machen wir hier diese Klappe zu und da kommt dieses wunderbare Weihnachten hin. Da schräge ich mir die Seiten jetzt ganz eng an meinen Buchstaben ab, weil ich mir das ja jetzt hier in der Mitte auch auseinanderschneide, dass es ungefähr zusammenpasst. Seht ihr das? Und durch das, dass ich ja hier relativ nah an den Buchstaben schneide, muss ich natürlich auch vorne und hinten das relativ nah abschneiden und kann mir das dann jetzt hier noch reinkleben. Mache ich auch gleich mit Flüssigkleber. War jetzt ein bisschen viel. Man muss halt da auch aufpassen, nicht? Gut, dass ich mit Flüssigkleber gearbeitet habe. Kann ich es noch verschieben? Ja, man muss aufpassen. WW, es geht beides mit WW, also mit W an. Wunderbare Weihnachten. Ist jetzt nicht ganz in der Mitte von meiner Klappe, aber das macht eigentlich auch nichts. Hauptsache, das ist einigermaßen gerade. Okay, also wunderbar, der muss natürlich zuerst und oben drauf. So, jetzt habe ich hier in der Mitte auch noch Kleber, weil ich es ja verschoben habe. Und da gibt es jetzt nochmal so ein Wundermittel, das ist der Klebemittelradierer, den kann ich euch auch in die Infobox setzen. Der muss jetzt dazwischen drin noch ran. Am besten immer machen, wenn der Kleber getrocknet ist. Und dann kommt der Kleber auch noch weg und dann habe ich alle meine wichtigen Helferlein schon benutzt. Jetzt ist auch noch was dran. Also heute ist das vielleicht ein Gezuckel mit mir, da. Sag mal. So, aber gut, dass man so viele Helferlein hat. Der kommt also auch noch zum Einsatz und dann mache ich hier zu. Und vorne drauf kommt jetzt meine wunderschöne Blüte. Da schnappe ich mir jetzt ein großes Dimensional. Diese großen. Ich klebe mir das hinten drauf. Und was ich hier noch unten reinmache, also ich muss mal gucken, wie ich die Blüte aufklebe. Die ist nämlich nicht gleich. Also die hat verschiedene Blütenlängen, wie man sieht. Und ich möchte jetzt nicht, dass es irgendwo total raussteht, hier zum Beispiel, sondern so gefällt sie mir ganz gut. So werde ich die mir aufkleben, lege sie mir mal an die Seite und nehme jetzt noch meine zwei Zweige raus, die ich da noch drüber mache. Da schnappe ich mir einfach kurz nochmal so einen Mini-Klebepunkt und klebe mir die hier auf. Was ich jetzt hier noch beachte, ist, dass ich
ich gehe da nicht ganz an den Rand raus mit meinem Zweig. Den zweiten klebe ich mir jetzt so nach unten hin auf. Und auch hier nicht ganz an den Rand, sondern die sind so ein bisschen eher nach innen in die Karte, weil ich möchte jetzt hier nicht unbedingt was drüber hängen haben. Und deswegen wollte ich die so nicht so ganz schräg drauf haben. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt klebe ich mir noch meine Blüte hier auf. Und dann ist unsere Karte fertig. Die ist wirklich schön. Toll. Also die Blüte, die macht sich richtig gut. Das Designerpapier kommt richtig schön zum Einsatz. Ich gehe ein kleines bisschen raus, damit ihr das jetzt gut sehen könnt. Und klappe sie nochmal auf. So sieht die jetzt aus. Und ist wirklich schön. Wer jetzt noch mehr zum Schreiben haben möchte, mehr Platz, könnt hier auch nochmal ein flüsterweißes Papier drauf machen und nochmal was hinschreiben oder noch mehr ausdekorieren. Das könnt ihr gerne machen. Ich finde, dass das Designerpapier schon sehr viel macht. Deswegen würde ich die Karte jetzt eher so lassen. Also nicht mehr dekorieren, aber ich finde sie wunderschön. Total cooler Effekt mit diesem Klappmechanismus und dadurch, dass man da so viel Designerpapier auch drauf hat, das macht echt viel her und das ist eine ganz, ganz tolle Karte. Also vielen Dank, liebe Heike, für diese wunderschöne Idee. Ich hoffe, ihr könnt da gut mitbasteln und es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.